Startposition. Schlägerkopf nach oben. Stehe in Schrittstellung und die Füße zeigen nach vorne. Splitstep. Springe nach vorne in den Splitstep. Landung im Moment des gegnerischen Treffpunkts. Kleiner Schritt mit rechts nach vorne in Richtung Ball und gehe tief in die Knie. Führe gleichzeitig den Schlägerkopf zur Seite. Großer Schritt mit links Richtung Ball. Beine sind gebeugt, Oberkörper aufrecht. Schlagbewegung fast parallel zum Boden. Treffpunkt. Stabiler, breiter Stand. Gewicht ist auf dem linken Fuß. Schlägerfläche ist leicht geöffnet unter dem Ball. Komplette Gewichtsverlagerung nach vorne. Bewege den Schläger unter den anvisierten Treffpunkt. Der Schläger ist unter dem Ball vor dem Treffpunkt. Trainingsaufgabe. Spiele 10 Volleys länger als die T-Linie. Pro Treffer zwischen T- und Grundlinie gibt es einen Punkt. Und wie viele Treffer schaffst du?